Was geht ab, was geht down, Leute? Heute wollte ich mal euch ja noch ein bisschen was zum Fire Night Stufe 20 erzählen. Und zwar, wenn ihr einen Champion wie Allure habt, Leute, seid ihr eigentlich safe. Dann könnt ihr quasi ja gar nicht mehr scheitern, so wirklich am Fire Night. Und ich zeige euch mal, warum. Es geht um ihren A1. Greift dreimal zufällig an, also greift dreimal den Fire Knight an. Was sowieso schon geil ist, ja, ein Triple Hit auf dem Fire Knight ist immer geil, um sein Schild runterzuhauen. Und dann verringert mit jedem kritischen Treffer das gegnerische Rundenmeter um 25%. Das heißt, wenn sie dreimal trifft, drei Crits, ist das Turnmeter um 75% runter. Und das auf einem A1-Skill, ja. Und jetzt wundert ihr euch, hä, Bro, was ist los mit dem? Er hat Allure Level 50, nicht einmal Ascended. Daher hat er keine S-Series. Er hat keine Masteries. Hä, was ist los mit denen so? Aber Leute, ich sag euch, ich habe auch keine Books auf ihr. Ja, Level 50, keine Books, keine Masteries. Alles, was ich gemacht habe, ist ihr nahezu 100% Crit Rate zu geben. Ja, wenn ich hier einmal noch, ich muss sie einmal noch verbessern, dann hat sie 100% Crit Rate. Sie hat jetzt 85% Crit Rate. Reicht auch schon vollkommen aus, aber wenn sie 100% Crit Rate hat, ist es natürlich perfekt. Deswegen muss ich das einmal noch upgraden. Was ich aber jetzt erst beim nächsten Champion-Event mache, um die Punkte mitzunehmen. So, dann habe ich ihr 187 Speed gegeben. Sie hält einfach gar nichts aus. Ihr Angriff ist auch alles. Wichtig ist nur 100% Crit Rate, halbwegs okayen Speed und über 200 Debuff-Genauigkeit. Ja. Und dann gehen wir mal rein. Gehen in den Fire Knight Dungeon Level 20, Leute. Wo ist das Ding da? So, gehen rein. Multi. Ja, machen keinen Multischlaf, immer einfach hier auf Auto. Und ja, dann werden wir sehen, sie wird jetzt hier in den Waves natürlich ab und zu mal sterben, was eigentlich, was aber auch scheißegal ist. Das liegt daran, weil ich sie nur auf Level 50 habe, ihr absolut kein Gear gegeben habe. Und sie wird ja eh gleich dann immer wieder belebt von Arbiter. Ich brauche Alu auch nicht, um die Waves zu clearen, ja. Ihr werdet dann schon sehen, was Alu dann beim Fire Knight bewirkt, quasi. Ihr seht hier, ich habe ja auch noch die Tage mein Helmut-Video gemacht. Archmage Helmut immer drinne hier. Er ist einfach absolut insane, um die Waves zu CC'en. Dann habe ich Stack Knight, um Attack Down, Defense Down zu machen. Und einfach, weil er halt auch einen Doppelhitter A1 hat, um das Schild runter zu machen. Und zudem habe ich ihn in einem Schildset. Ihr seht jetzt hier am Anfang, boop, mein ganzes Team bekommt erstmal Schilde. Was relativ gut ist für mich, um jetzt hier diese Waves. Die machen schon ab und zu Schaden, um nicht all meine Damage-Dealer hier so direkt immer zu verlieren. Ja, und dann kommen wir gleich zum Feuerritter. Und dann werdet ihr sehen, warum Allure beim Feuerritter einfach. Ihr braucht sie nicht. Ihr kriegt sie einfach, ihr levelt sie auf Level 50 am besten. Ihr braucht sie nicht ascenden, ihr braucht ihr keine Bücher zu geben. Ja, easy einfach. Ihr werdet schon sehen, was dann passiert, weil sie einfach den Turnmeter so weit immer die ganze Zeit runterhalten kann vom Feuerritter, dass dieser einfach quasi gar nicht reinkommt. Er kommt einmal quasi, glaube ich, am Anfang dran, je nachdem, welche Fähigkeiten gerade ready sind, wie im Auto der Start ist. Ja, wenn ihr das auf manuell macht, wird es sowieso immer klappen. Aber er kommt dann wahrscheinlich einmal dran. In dem einmal sollte es am besten so sein, dass eure Allure wenigstens den einen Hit überlebt. Deswegen habe ich Stack Knight mitgenommen in einem Schildset. Stack Knight hat bei mir irgendwas mit 70.000 Lebenspunkten. Deswegen kriegen alle 30% davon als Schild. Damit sie einfach nicht sofort stirbt. Ja. Ihr seht jetzt, das Schild ist gleich unten. Bams. Wenn wir Glück haben, kommt sie jetzt wieder mit ihrem A1 dran. Und dann seht ihr, was passieren wird. Ja, ihr seht, okay, sie ist schlechte Affinity sogar. Sie ist sogar schlechte Affinity für den Fire Knight. Hat 2 Weak Hits gemacht, aber der eine Hit hat es um 25% reduziert. Und das alleine reicht schon, dass der Fire Knight. Der macht einfach nichts, Leute. Der steht einfach nur dumm rum. Ihr seht wieder 2 Weak Hits, ja. Jetzt imagine, Fire Knight 25 kommt irgendwann. Dann hat sie keine Weak Affinity mehr. Und verringert mit jedem A1 um 75% das Turnmeter. Das heißt, der Fire Knight kommt einfach gar nicht mehr. Er macht gar nichts. Es steht einfach nur doof rum, Leute. Ihr seht das. Und ja, das ist einfach absolut insane. Also wenn ihr Allure habt, absoluter Gewinn für Fire Knight Teams.
Feiere ich absolut. Ihr seht, easy going. Bestzeit war mal 1,50, jetzt 2,53. Ja, ich sag mal, weil wir die Waves diesmal nicht so schnell durchbekommen haben. Dafür ist der Fire Knight komplett easy, down zu gehen. Kannst natürlich auch noch ein bisschen mehr AOE-Damage reinhauen. Vielleicht einen Seer reinhauen, um die Waves einfach ganz schnell wegzuhauen. Aber ich bin mit den zwei Minuten irgendwas bin ich zufrieden. Ist zu 100%. Der Fire Knight macht einfach gar nichts. Selbst wenn er einmal, wenn es schlecht läuft, kommt er am Anfang einmal dran, macht einen Hit. Und solange alle überleben, kommt er danach nie wieder dran. Ja, das wollte ich euch nur mal kurz mal näher bringen. Falls ihr den Champions via Lure habt oder was ihr ja gesehen habt, ich habe noch Cold Heart drin. Zur Not kann die auch nochmal den Herzsucher und den damit das Rundenmeter um 100% verringern. Wenn es kritisch wird. Aber was eigentlich nicht der Fall ist, Allure selbst mit der Weak Affinity hält ihn locker das Turnmeter ganz unten. Ja Leute, ich hoffe, euch hat das kleine, kurze, knackige Video gefallen zum Fire Knight. Vielleicht habt ihr Allure und wusstet nicht, dass ihr mit der so coole Sachen beim Fire Knight quasi machen könnt. Ohne wirklich Aufwand, wie gesagt, es kostet kaum Ressourcen, sie kurz auf Level 50 zu bringen. Ihr halbwegs okayes Gear anzuziehen, wo habe ich sie jetzt? Ja, nicht zu bucken, ihr braucht sie nicht zu bucken. Ich finde sogar, wenn ihr sie buckt, ist es schlechter. Weil dann diese Fähigkeit eine Runde weniger Abklingzeit hat. Das heißt, sie hat diese Fähigkeit dann alle drei Runden. Und dadurch macht sie ja dann seltener ihren A1. Was natürlich scheiße ist, weil wir wollen ja, dass sie ihren A1 macht. Deswegen ist es sogar besser, sie einfach nicht zu bucken. Keine Kosten, also wer den Champion hat, hat keine Kosten mit ihm. Ihr braucht keine Fähigkeiten, braucht keine Scrolls unbedingt farmen. Ihr könnt es machen, müsst es nicht. Ja. Ich habe das einfach minimalistisch, sie einfach reingehauen und es funktioniert absolut easy. In dem Sinne, Leute, danke fürs Schauen des Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Follow da. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Einfach besser bleiben. Peace.